Herzlich willkommen zu Longshala mit P-People. Wir laden regelmäßig spannende Gäste ein an die Fresenius und plaudern mit ihnen. Ja, auch von mir ein herzliches Hallo. Wir freuen uns natürlich, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Wir haben auch heute wieder einen interessanten Gast da, und zwar kennen wir ihn aus der Sportszene. Er war Manager und auch Geschäftsführer bei Vereinen wie Bayer 04 Leverkusen, Borussia Dortmund und natürlich den allseits geliebten 1. FC Köln. Begrüßt bitte mit mir ganz herzlich Michael Mayer. Herr Mayer. Guten Tag zusammen. Wissen Sie, was Sie hier erwartet? Nein. Das ist auch gut so. Manchmal gar nicht so schlecht. Wir haben eine ganz traditionelle P-People-Frage und mit der wollen wir immer ins Gespräch einsteigen. Und zwar wäre da unsere Frage, mit welchem Attribut mit P würden Sie sich ganz spontan identifizieren? Wir haben da eine kleine Auswahl, falls Ihnen jetzt nichts spontan einfallen sollte. Phänomenal. Phänomenal. Warum phänomenal, Herr Mayer? Ja, wenn ich so in Ihre Augen gucke, erwarten Sie ja von mir einen phänomenalen Auftritt hier. Ist ein Begriff, den ich sehr, sehr häufig benutze oder benutzt habe in meiner aktiven Zeit als Fußballmanager. Wenn man dann außerordentliche Leistungen gebracht hatte, in Form von Siegen oder Titeln, die man eingefahren hat, habe ich gerne diesen Begriff phänomenal benutzt. Sie sind direkt nach dem Studium und einer kurzen Zeit in einer renommierten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum FC gekommen. Wie schafft man das als Nicht-Profifußballer, diesen Sprung direkt zum geschäftsführenden Vorstandsmitglied? Ich habe, glaube ich, im Vorgespräch Ihnen gerade meinen Berufsweg da etwas illust dargestellt. Das ist entstanden auf einer Feier, wo ich meinen Frust über meine Situation bei diesem Wirtschaftsprüfer dann loswerden wollte in Köln. Da kreisten auch schon ein paar Gläser Kölsch. Hat mir dann jemand gesagt, hör mal, wenn du jetzt so unglücklich bist in diesem Beruf, da gibt es den 1. FC Köln, die suchen einen Geschäftsführer. Und dann habe ich am nächsten Morgen noch etwas benebelt vom Alkohol gesagt, das ist gar keine schlechte Idee, da schreibst du mal eine Bewerbung hin. Damals hatte man noch keine Laptops, also habe ich mich an die Schreibmaschine gesetzt und habe eine Bewerbung geschrieben. Und dann ist das tatsächlich dazu gekommen, dass man mich genommen hat. Zum damaligen Zeitpunkt hatte der Fußball zwar einen hohen Bekanntheitsgrad, macht aber Umsätze, sagen wir mal, von 18 Millionen D-Mark damals. Also eigentlich unbedeutend. Hatte auch nicht diese hohen sozialen Stellenwert, den er heute hat. Also viele Leute haben auch gedacht, also ich sei ein Aussteiger. Als ich dann sagte, ich gehe jetzt von dieser Flanellbranche in die Fußballbranche, da hat man gedacht, also der hat nicht alle Tassen im Schrank, der gehört hier nicht richtig hin. Wie ein taktisches System zu funktionieren hat, wie man trainiert und wie man letztendlich auch Konzepte letztendlich erarbeitet im Fußball, da hatte ich weniger Ahnung von. Hatte nur die Fähigkeit zuzuhören. Ist wichtig, glaube ich, kann ich auch jedem empfehlen, und eine Menge aufzunehmen von dem, was man da eigentlich von erfahrenen Leuten, die einem vor einem standen, dann übernimmt. Ja, wir wollen gleich auch nochmal über Ihre erste Zeit beim FC sprechen. Und zwar, Sie haben 83 auch den DFB-Pokal mit dem FC gewonnen. Wie wichtig ist dann so ein erster Erfolg in der noch recht frischen Karriere dann auch im Bereich Fußball? Ja, wenn man sieht, dass das der letzte Titel war vom 1. FC Köln, das hätte ich damals auch nie gewusst. Das kommt auf einen zu. Also das ist wie ein Rausch. Wenn Sie in diese faszinierende Branche kommen, nehmen Sie das gar nicht mehr auf. Also ich bin einer der wenigen Manager, neben Uli Hoeneß, die auch die Champions League gewinnen durften. Ich sage das auch in aller Bescheidenheit. Ich wollte damit nur erklären,
als der Schiedsrichter das Spiel abpfeift gegen Juventus Turin, Borussia Dortmund, 97, dann sagst du dir im ersten Moment, ja, war es das jetzt? Du kannst das gar nicht greifen. Also, und ich habe auch einen Spieler und einen Trainer, die können diesen Pokal in die Hand nehmen, die können den fühlen, die können das sagen wir mal, Erlebnis also auch richtig ausfeiern. Aber einer, der als Manager da sitzt, dem gehen viele Gedanken durch den Kopf. Der muss dann sofort das Bankett vorbereiten, die Zeremonie in Dortmund auf dem Lastwagen durch die Stadt zu fahren und wieder die Kaderplanung und ob der Trainer jetzt noch weiter bleibt oder nicht bleibt. Also das waren ja alles Dinge, die man permanent immer wieder bearbeitet. Du hast gar nicht die Möglichkeit, also einfach mal dich mal fallen zu lassen. Deswegen ist in der aktiven Zeit das Erleben eines Titels eigentlich ein frustrables Ergebnis. Es ist gar nicht so hoch zu bewerten, jedenfalls für jemanden, der nicht auf dem grünen Rasen steht. Ja, 89 ging es dann nach Dortmund. Dort haben sie viele Titel gewonnen, unter anderem Champions League, wie schon vorhin gesagt. Und doch folgte dann eine nicht ganz versöhnliche Trennung. Sehen Sie die Zeit beim BVB eher als Höhepunkt oder als Tiefpunkt in Ihrer Karriere? Es waren 15,5 Jahre. 15,5 Jahre mit der ersten Privatisierung eines Stadions, eines in kommunalem Besitz befindlichen Stadions, einem Börsengang von Borussia Dortmund, drei deutschen Meistertitel, einmal Champions League, Sieg, zwei UEFA-Pokalfinals, die wir verloren haben, fünfmal deutscher A-Jugendmeister hintereinander und dreimal deutscher B-Jugendmeister. Das alles zu erleben in 15,5 Jahren ist eine faszinierende Geschichte. Ich denke, das hat ein Berufsleben sagen wir mal, geprägt und ist eigentlich schön. Dass man das erleben durfte, hätte ich nie für möglich gehalten. Da stehe ich heute noch da wie ein kleines Kind und freue mich darüber, dass ich die Chance hatte, daran teilzunehmen. Dass dann zwei Jahre kamen, die nicht einfach waren, weil der Verein dann eigentlich sagen wir mal, finanziell ins Schlingern kam, die waren sehr hart. Die wurden auch begleitet mit einer dementsprechenden öffentlichen Schelte. Das zu verarbeiten ist sicherlich nicht einfach, aber auch das ist eine Prüfung. Aber ich würde Borussia Dortmund, die Zeit bei Borussia Dortmund, nie missen wollen. Und wenn Sie mich heute fragen würden, würdest du das nochmal machen? Sofort. Vielleicht zum Abschluss, was würden Sie Studierenden raten, die in dem Bereich wollen? Ich denke eigentlich, sagen wir mal, wie jeder andere Bereich auch, bedarf es natürlich eines Grundstocks von Wissen, egal woher der kommt. Du brauchst, wenn du in einen Beruf gehst, sagen wir mal, eine Basis, auf der du stehen kannst, wo du sagst, da kippt mich keiner runter. Und ansonsten brauchst du Sprachkenntnisse heute. Ein dickes Fell. Bitte? Ein dickes Fell. Das sind persönliche Voraussetzungen, sagen wir mal, die muss jeder für sich selbst entscheiden. Und soziale Kompetenz. Wir bedanken uns ganz herzlich, dass Sie da waren, haben auch eine kleine Aufmerksamkeit für Sie. Genau hinter dir. Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. Dankeschön. Ich glaube, das war für alle sehr...